Hi und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video von mir. Heute habe ich wieder ein, ja sagen wir mal, ein Sprachenvideo, aber heute werde ich mal vertiefter in die Sache reingehen. Ich habe mir die Sprache Englisch ausgesucht, da ich die selbst mittlerweile schon seit 12 Jahren, sag ich mal, noch immer noch was dazu lerne, praktiziere. Deshalb kommt das so ein bisschen natürlich für mich, dass da halt ich auch gern das Wissen weitergeben möchte. Und vor allem auch, weil Englisch halt immer mehr so halt zur Weltsprache geworden ist. Dass wenn man zum Beispiel kein Französisch kann, dass beide Parteien sich dann mit Englisch durchboxen. Sag ich jetzt mal so. Genau. Und ich habe mir gedacht, für die Leute, die halt gerade jetzt so in der Schulzeit sind und auch gerade vielleicht das erste Mal halt mit Englisch in Kontakt kommen und vielleicht, ich versuche das Ganze vereinfacht darzustellen, also vereinfacht zu erklären, vielleicht auch ein bisschen ein Aha-Moment zu bringen, wenn zum Beispiel irgendwie ein Lehrer oder so das zwar auch sehr gut erklärt, weil ansonsten, ne, das wird gar nichts bringen, so einen Lehrer zu haben. Aber egal, nicht mehr das raus. Und halt auch vor allem, um halt auch vielleicht das Ganze noch ein bisschen vereinfachter darzustellen, als jetzt vielleicht die Lehrer, die ihr habt. Genau, ich werde gucken, dass ich hier neben mir auf der rechten Seite, dass ich da immer gerade zu dem, was ich gerade sage, das einblenden werde, damit ihr auch seht, von was ich spreche. Genau, so, also das Erste, also wir werden uns heute den Zeiten widmen. Und die erste Zeit, die wir uns widmen werden, ist das Simple Present, die einfache Gegenwart, das Hier und Jetzt, mit der Form to be, also sein. Es gibt auch noch andere, je nachdem wie das hier ankommt, werde ich entweder schauen, dass ich zu den einzelnen, sag ich mal, Vollverben, darauf gehe ich in diesem Video jetzt nicht ein, aber zu den einzelnen anderen Vollverben wie haben, ne, anstatt sein, vielleicht noch extra Videos mache, je nachdem wie das hier ankommt, dann lasst mich das gerne in den Kommentaren auf jeden Fall wissen. Genau, also es gibt auf jeden Fall 3 Formen von sein im Englischen, also von to be gibt es 3, und zwar am, are und is. Genau, also im Satz zum Beispiel, ich bin, du bist, sie ist. Also, ne? So, dann haben wir die erste Satzstellung, und zwar eine Aussage. Hier seht ihr, wie sie gebildet wird, und zwar mit dem Subjekt, mit dem to be, einem Hilfsverb und dem Objekt. Das Subjekt, das bin ich, das bist du, das ist sie, das ist er, das sind wir, ne? To be ist entweder am, are, is, je nachdem, was für ein Subjekt am Anfang des Satzes steht. Das Hilfsverb kann auch alles sein. Also hier zum Beispiel ist es von, es kann auch mit, für, das sind alles Hilfsverben, die man benutzt. Hier haben wir von. Und das Objekt ist Deutschland, das kann alles sein. Es kann zum Beispiel, wenn es um ein Land geht, kann es auch Amerika, Großbritannien, Australien, China, Japan sein. Also das ist auch variabel, klar. Genau, also ich habe mir jetzt für die Einfachheit halber, habe ich mir den Satz ausgesucht, ich bin von Deutschland. Und was man hier auch dann sehr schön sieht, ist, ich habe das auch farblich gemacht. Also ich bin, du bist, er, sie, es ist und wir, ihr, sie sind. Was ihr halt auch auf jeden Fall euch behalten müsst, ist, dass er, sie, es, das Es muss mit. Das ist ein sehr wichtiger Satz, der kommt dann eventuell später. Also in anderen Dingen, wenn das hier gut ankommt, dann werde ich da auch noch mehr drauf eingehen, wie sich dann was verändert. Genau, also das ist sozusagen... Genau, die allgemeine Satzstellung, was ich auch noch sagen wollte, die allgemeine Satzstellung eines Satzes im Englischen ist Subjekt, Verb, Objekt. Und das haben wir hier. Wir haben das Subjekt ist das Ich, das Hilfsverb ist trotzdem ein Verb. Das haben wir, das von, und das Objekt ist Deutschland.
Genau, so. Dann gibt es noch eine Satzstellung, die Verneinung. Also, ich bin nicht von Deutschland. I am not from Germany. Also, was sich da in der Hinsicht nur ändert, ist, dass halt dieses bin, ist, bist, dass sich das verneint. Also, ich bin nicht von Deutschland, du bist nicht von Deutschland, er, sie, es ist nicht von Deutschland. Dazu ist die Satzstellung eigentlich ganz gleich, nur hinter dem to be, zwischen dem to be und dem Hilfsverb kommt noch ein not, also die Verneinung, nicht. Dann gibt es noch eine dritte Satzstellung, und zwar die Frage. Da wird eigentlich nur das Subjekt mit dem to be getauscht. Das heißt, to be am Anfang und das Subjekt kommt danach. Zum Beispiel, bin ich von Deutschland? Am I from Germany? Und das wird dann auch mit allen anderen so gemacht. Bist du von Deutschland? Er ist, er, sie ist von Deutschland? Sind wir, ihr, sie von Deutschland? Genau. Und was ich auch noch ganz kurz sagen möchte, ist unten die Pronomen wir, ihr, sie. Genau, das sie, das bezieht sich auf die Menge, auf eine große Gruppe. Sie, die Gruppe. Ihr, das ist auch die Gruppe, also vielleicht da stehen zwei Mädchen und wir fragen, seid ihr aus Deutschland? Das ist also mehr als zwei. Und ja, wir ist halt klar, ne, dass ich halt mit in der Gruppe mit drin bin. Also jetzt war ich auch ein bisschen verwirrt, das ist sogar schon im Deutschen, wir sind, sein, dies, das. Genau, ich hoffe, das war jetzt nicht zu schnell. Wenn ja, dann könnt ihr sehr gerne auch zurückspulen und auch anhalten, denn die Bilder sind da, könnt ihr das gerne auch abschreiben, oder halt auch so, halt euch immer angucken. Genau, ich hoffe, euch hat das kleine Video gefallen. Ich hoffe, es war sehr lehrreich. Ich hoffe, ich denke, dass ich auch mit den anderen Dingen, also jetzt mit haben, also so ein paar Beispiele dann noch mache. Das wollte ich jetzt hier nicht tun, aber wenn ich dann solche Beispiele mache, je nachdem, wie das Video ankommt, oder halt auch einfach, weil ich denke, dass es wichtig ist, das werde ich dann in ein Video packen, denn die Grundlagen, die habt ihr. Und dann werde ich, sage ich mal, nur noch diese Vollverben durchgehen. Genau, dann hoffe ich, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, dann gebt ihm gerne einen Daumen nach oben. Vergesst nicht, einen Kommentar zu schreiben, was ihr cool findet, was ich demnächst machen soll, ob das sehr gut ankommt. Das würde mich sehr, sehr freuen. Vergesst nicht zu abonnieren, um keines meiner nächsten Videos mehr zu verpassen. Schalte auch sehr gerne die Glocke ein. Und dann würde ich sagen, das war's für heute. Bleibt gesund, bleibt zu Hause und bis zum nächsten Mal. Bye!